Hallo zusammen, ich bin hier wieder mal unterwegs für euch am neuen Teich. Also ganz neu ist er nicht, circa vor 2 Jahren komplett renoviert worden. Ich bin hier beim Flavio daheim und er hat das Ding komplett selbstständig gebaut. Das natürlich mit unserer Hilfe. Ist jetzt vielleicht einmal ein Teich, wie es innen so auch bei euch daheim ist. Das ist eigentlich ein Ziel jetzt bei diesen Koibrider at Home, dass wir immer auch wieder mal ein bisschen verschiedene Systeme zeigen. Und hier sind wir jetzt mal an einem Teich, wo ihr euch vermutlich ein bisschen mehr identifizieren könnt, wie das, was wir so ein bisschen die letzten Mal gezeigt haben. Kommt doch einfach mit und schaut euch mal an, was der Flavio hier gebaut hat. Hier haben wir den Benny Comunrio. Das ist wahrscheinlich der beste Fisch, den der Flavio hier aktuell drin hat. Hat er auch als Nissei gekauft, von der Ogata Koi Farm. Ihr seht hier, wie der beim Schwarz auch immer wieder mal ein bisschen nachlässt und dann je nachdem wieder intensiver wird. Das ist so bei diesen Comunrio. Das weiss der eine oder andere von euch, der unsere Videos ein bisschen verfolgt. Ganz ein geiler Fisch. Ja, ist ein ziemlich schmaler Fischbestand, also da hat sicher auch noch ein bisschen Platz, aber wir haben eigentlich von Anfang an gesagt, wir wollen von der Filtration her nicht an den Anschlag kommen. Und ihr werdet dann nachher auch sehen, wenn wir euch die Filteranlage zeigen, dass das recht basic ist, aber locker reicht jetzt für ein Teich wie hier. Das sind ca. 15 Kubik und wir haben vor allem den Fokus auf eine gute Biologie gelegt. Das werde ich euch dann nachher noch zeigen, wie wir hier geschaut haben. Das ist jetzt mal so der ganze Teich schnell. Dann haben wir hier hinten den Pumpenschacht, den machen wir nachher schnell auf. Ja, wir haben lange mit dem Flavio hin und her gemacht. Er wollte eigentlich ein Pumpsystem machen, der Einfachheit halber natürlich. Aber wir konnten ihn überzeugen davon, dass wir hier eine Halbschwerkraftversion machen. Also mit Bodenablauf und Skimmer. Sage, das ist jetzt einer von diesen Punkten, wenn wir einen zoomen hier am Teich, wo man sieht, dass der Flavio hier das erste Mal den Teich gebaut hat, den Skimmer, der hier nicht ganz perfekt ausnivelliert ist. Da kann man sicher noch mal ein bisschen optimieren, aber ihr seht, das System funktioniert. Es ist auch von der Klarheit her so, wie es halt Technik auch zulässt, die man hier eingebaut hat. Aber man sieht den Grund, man sieht die Fische, die Wasserwerte sind super. Der grösste Fehler ist, glaube ich, der Teichabschluss, also sprich der Rand. Mit der Folie, wo sie jetzt halt an zwei Orten durch die riesigen Wassermengen, die wir in der letzten Zeit hatten, halt ein bisschen eingebrochen ist. Nicht schlimm, es funktioniert noch alles und hat noch alles. Aber es sind auch so ein bisschen die Details wie eben die Höhe von einem Skimmer, die nicht ganz optimal ist. Und am Anfang, wenn du es noch nie gemacht hast, nicht weißt, ja, wie muss ich da berechnen. Und du hast jetzt hier den Pumpenschacht, der steht direkt raus. Das sind alles eigentlich so Kleinigkeiten, die du nachher ein bisschen aufregst. Aber eigentlich, wenn es dir nochmal durch den Kopf lassen, wenn man sagt, hey, look, du hast mit No angefangen, hast etwas bauen, es funktioniert, die Fische sind gesund, die Wasserwerte sind top, also unter dem Strich, es funktioniert. Aber wie zum Beispiel eine Folie verlegen, wenn du das noch nie gemacht hast, keine Routine hast, hast deine Fouls, die aber eigentlich auch gar nicht schlimm sind, weil die Koi gehen sich dort verstecken, haben dort ihren Schattenplatz, gerade die kleineren verschwinden dort, wenn die Sonne anscheint. Also man muss das Negative, das eigentlich kann man auch ein positiv sein. Also es ist nicht alles schlecht, aber es gibt, wenn man noch nie etwas selber gemacht hat, immer Optimierungssachen, aber auch dort, ihr werdet merken, das und das kann man optimieren. Und wenn ihr das gemacht habt, bringt ihr auch diese Sachen noch hin, dass das am Schluss optimalst funktioniert. Hat du auch lustigerweise ein paar Seeräuseli drin, ganz junge, dass die das hier überleben, ist mir auch schleierhaft, so wie es aussieht hat, der Flavio hier. Anständige Koi, die in Ruhe lassen. Wie man auch an diesem Stein jetzt ansieht, an diesem Quellstein, ist so ein Teich natürlich etwas Lebendiges. Das ist jetzt gerade ein aktuelles Projekt, wo der Flavio dran ist. Er tut sich hier noch einen Quellstein montieren, ist noch nicht ganz fertig. Muss man ein bisschen überhängender in den Teich einplatzieren, dass hier das Wasser auch wieder dort hinkommt, das hineingehört. Aber man sieht doch, so ein Teich ist halt am Leben. Man optimiert immer, man hat immer mehr Ansprüche, hat andere Vorstellungen. Ja, man sieht hier, man hat sich auch mega Mühe gegeben in der Ranggestaltung. Also ich muss sagen, ich habe hohe Freude. Also hier nicht erwartet, dass man sich hier wirklich so ins Zeug gelegt hat, dass auch die Umgebungsgestaltung wirklich wunderschön überkommt. Ja? Ihr seht also, mit Einsatz und Willen und viel Freude an der Sache kann man eigentlich wirklich auch für wenig Budget wirklich eine super, super schöne, coole Sache machen, die auch funktioniert. Das muss nicht immer der 100'000 Franken Teich sein, dass man Freude haben kann. Wichtig ist eigentlich der Einsatzwille. Und
dass man Freude hat an der Sache und Lust hat auch an der Sache. Und dann kann man sich daheim wirklich ein kleines Paradies bauen, so wie wir es jetzt hier sehen. Und kann Freude haben an den Fisch und am Hobby. Zu dem bin ich eigentlich durch meine liebe Schwester gekommen. Die hat von einem Kollegen 7 Galbfische bekommen, wo dann zumal noch 2 davon vermeintliche Koi waren. Ich dann eines Abends heimgekommen und die gesehen habe. Und mich das irgendwie ein komisch dünkte, wie die am Rand rum liegen, schwimmen und so. Und dann habe ich mich dann irgendwie in einem 3-Abends-Studium mit Galbfisch Koi auseinandergesetzt und habe ziemlich schnell mal gemerkt, dass unser normales Biotop, das wir seit 25 Jahren hatten, nicht so geeignet ist für Koi. Ich habe dann angefangen rumzugoogeln, bin dann auf die sogenannte Firma Koi-Breeder gestossen. Ich habe dann an einem Donnerstagnachmittag spontan freigenommen, bin zum Nick gefahren und habe schnell eben Starterpaket, Filter und Clear 30'000 gekauft. Ich will das in einer Nacht- und Nebelaktion installieren. Das hat dann auch tiptop funktioniert und bin 2 Wochen später nochmal zum Nick und einem Foto von diesen vermeintlichen Galbfisch gezeigt. Und hat mir dann bestätigt, Flau, es tut mir leid, aber es sind Galbfisch. Penny Koi. Und dann musste ich sagen, gut Nick, da haben wir jetzt ein Problem, und zwar ich brauche Koi. Weil für etwas haben wir die Filteranlage gekauft, also brauchen wir auch richtige Koi. Ich habe so meine ersten 2 Koi, einen Asagi und einen Karashi gekauft. Und so ist das ganze Koi-Hobby intensiver und intensiver geworden, bis ich dann musste sagen, gut, jetzt müssen wir noch mehr Fisch haben und das Ganze muss weitergehen. Am Abend, wenn du heimkommst, oder auch sonst am Wochenende, wenn du am Teich hockst und ins Wasser schaust und die Fische siehst und zuschaust und dir ein bisschen Gedanken machst, merkst du eigentlich, wie das Leben neben dir ein bisschen zweitrangig wird und vergessen geht, weil, ich sage jetzt, alles relativ entspannt wird. Und das ist ja, glaube ich, auch bei den Japanern so ein bisschen das Thema von Ruhe und Gelassenheit und Erfolg. Und Erfolg erreicht man ja auch nur durch Gelassenheit und Ruhe. Und darum sage ich, ist es natürlich auch das Wasser alleine, das mich schon fasziniert, schon als Kind und in der ganzen Familie. Das Wasser selber, wenn du daheim bist und wenn du natürlich noch Koi drin hast, die nach gewissen Anzahljahren auch gegen die 80 Cent gehen, hast du auch noch rechte Fische drin, was das ganze Hobby noch mal ein bisschen interessanter macht. Plus, dass sie handsam sind, dass sie zu dir kommen und sage ich, ein bisschen menschorientiert sind und nicht einfach wenn ein Katz zum Beispiel je nachdem heimkommt und fressen und dann wieder geht. Ist ein intensives Hobby, musst Zeit aufwenden, aber ich sage, wenn du Freude daran hast, ist jede Minute oder jede Sekunde definitiv wert dafür. Hier steht wohl die Technik, die jeder, der einen Teich hat oder schon mal mit Teichen zu tun hat, bekannt wird vorkommen, ist nach wie vor sicher die bestverkaufte Filteranlage. Ist eine ganz einfache Geschichte und gleich funktioniert super für kleine Teiche. Das ist der Filterclear von der Oase. Wir haben jetzt so einen 30'000er im Einsatz. Ist eigentlich für Teiche so bis 8 bis 10 Kubik gedacht. Primär halt vor allem wegen der Biologie. Der Teich ist doch etwas grösser, darum haben wir hier noch einen Rieselfilter nachgerüstet. Das zeige ich euch dann nachher. Hier haben wir noch zusätzlich ein UVC noch rein gemacht, weil das UVC vom Filterclear doch ein bisschen etwas zu schwach ist. Also auch gleich hängt hier gleich einiges etwas an Technik dran. Der Druckfilter, ein riesen Vorteil an diesem Ding. Wir können auch direkt nachher den Rieselfilter speisen, den wir nachher anschauen, wie der Filter auch darauf pumpen kann. Ist hier sauber verräumt in einer Kiste. Haben wir jetzt extra schnell aufgemacht, um euch das zu zeigen. Steht hier schön dezent neben dem Teich, dass das nicht gross stört. Und das, was wir hier hören, das sind hier die 2 Luftpumpen, die wir im Einsatz haben. Das ist die kleinen Alita 15 und eine Alita 40. Sauber verrohrt, da muss man also sagen, Flavo hat etwas gelernt bei uns. Er war bei uns am Teichkurs. Und wie gesagt, hat sich überschnorren lassen, dass er gleich ein Halbschwerkraftsystem macht. Weil wenn man Freude hat am Teich, dann rüstet man meistens auch ein bisschen auf. Und wenn du hier keinen Bodenabläufe hast, dann schraubst du quasi alles noch einmal auseinander. Aber hier ist eigentlich der Filter im Einsatz, wahrscheinlich viele von euch kennen, den man ja, ich sage, zu einem anständigen Preis noch kaufen kann.
und gleich eigentlich sehr tolle Ergebnisse erzielt. Hier der Rieselfilter. Hier innen ist eigentlich das Herzstück, also quasi die ganze Biologie oder die ganze zusätzliche Biologie, die wir haben zum Filterclear. Ich sage in Japan Standard, so ein Rieselfilter. Ist jetzt hier auch ein bisschen speziell verrohrt mit einem Schlauch, der dann eigentlich unterirdisch retour in den Teich geht. Und doch haben wir hier einen tollen Effekt mit dem Helix, der dort drin ist. Hier sieht man den Schlauch. Ja, ich sage, besser wäre sicher ein 110er Rücklauf, weil wir einfach auch wirklich noch mehr Wasser drüber bringen. Aber ich sage, das ist der erste Teich, den der Flavo gebaut hat. Wir haben immer tolle Wasserwerte. Ist natürlich auch einem recht marginalen Fischbesatz zu verdanken. Aber das war von Anfang an das Ziel. Wir wollen, dass es den Tieren gut geht. Und haben darum wirklich gesagt, wichtig ist uns der Bioteil. Der ist hier innen schön verraumt, ist super isoliert, dass wir das Ding auch im Winter laufen können. Oft stellen wir die im Winter ja auch ab. Aber jetzt war von Anfang an klar, dass das Teil muss laufen im Winter. Darum ist es anständig isoliert und auch super verschalet, dass das auch anständig hübsch aussieht neben dem Teich. Hier haben wir den Pumpenschacht. Das ist eben das, was wir dem Flavo quasi aufgedrängt haben, dass er kein Pumpsystem macht. Er hat nach langen Überlegungen gesagt, mal, er hat recht, man will etwas, wo man vielleicht mal irgendwann mal die Chance hat, ohne den ganzen Teich auseinanderzunehmen, vielleicht noch nachzurüsten. Wir sehen hier zwei Zugschieber, wie es sich gehört, dass wir die Leitungen ein bisschen etwas regulieren können. Der eine ist für ein Kimmer, der andere haben wir hier für einen Bodenablauf. Pumpe drin. Und der hier im Säckchen hat er noch etwas Starterbakterien zusätzlich. Wir haben jetzt ja rechte Unwetter auch gehabt in letzter Zeit. Und da muss man halt auch schauen, dass einem der Teich hier nicht plötzlich kippt, auch von der Wasserwert. Und da hat er auch super sauber gemacht hier. Oben schön die Verschraubung. Wenn ihr mal die Pumpe lösen müsst, kannst du wirklich ganz einfach hier an dem Rädchen drehen, die ganze Pumpe rausnehmen und dann mal entkalken. Du kommst halt nicht ganz drum herum, die Technik halt gleich etwas zu warten. Und das hat er also hier auch super schön sauber verrohrt. Pumpenschacht hat er explizit herstellen lassen. Ist hier etwas aus Edelstahl, auch ganz cool. Hat er quasi, wir haben hier so GFK-Schacht, aber hat der Kollege, der das machen konnte, super cool. So, ich denke, ihr habt ein bisschen einen Eindruck bekommen hier vom Flavo aus seinem Teich. Ihr seht, was alles machbar ist, eigentlich, wenn man Freude hat an der Sache und was man auch selber sogar bauen kann, ohne dass man hier einen Profi an der Hand hat. Kommt doch einfach mal vorbei, wir begleiten euch bei so einem Bau. Zwingend wichtig ist eigentlich immer die Fischgesundheit. Das haben wir jetzt hier trotz einer kleinen Filteranlage mit dem Teil hier geschafft, mit dem anständigen Rieselfilter. So hat der Flavo top Biologie und diesen Fischen geht es gut, das ist die Hauptsache. Auch mit der Option, jetzt aber gleich auch mit dem Pumpenschacht und den Bodenabläufen, dass er einmal die Chance hat, wenn er das will, auch mal aufzurüsten. Und so haben wir eine top Sache. Man kann Freude haben an den Tieren, man kann Freude haben am Wasser im Garten. Ja, kommt doch einfach mal bei uns vorbei. Wir begleiten euch beim Bau von so einem Teichli. Merci, sind ihr auch heute wieder dabei gewesen. Und bis zum nächsten Mal bei Koi Breeder at Home.